willkommen zu diesem Video und ein weiterer Teil zu meiner Reihe Schickt mich auf die Reise. Und zwar kommt dieser Vorschlag vom Stefan von Talk Club. Und zwar möchte er, dass ich zum Terra Nova Aussichtspunkt fahre in NRW. Dieser liegt in der Nähe von der Eifel. Und ich glaube, dass ich da noch einen Abstecher hinmachen werde zur Eifel. Ich denke mal so nach Heimbach. Frei und Gas! Was ich so gesehen habe, was an diesem Terra Nova Aussichtspunkt ist. Dort ist ein Braunkohlebergbau, ein Tagebau. Ja, man muss ja unterscheiden zwischen Tagebau und Untertagebau. Beim Tagebau ist ja da buddelt man halt ein riesiges Loch mit riesigen Baggern und holt das so raus. Also du kannst halt direkt auf deinen Rohstoff gucken, den du haben möchtest, von oben runter. Du kannst dich da hinstellen und dieses riesige Loch sehen. Und diese Maschinen, diese riesigen Biester, diese Schaufelbagger, alter Falter, die. Also da fühlt man sich richtig klein, dass Menschen solche mächtigen Maschinen bauen können. Atemberaubend. Also ist schon der Hammer. Herzlich willkommen in Hamm. Okay, da sind wir jetzt in Hamm am Niederrhein. Da wird schon diese riesige CNC-Maschine, die wir bei uns auf der Arbeit stehen haben, wirkt schon klein, obwohl die auch sehr, sehr groß ist. Ja, und warum kommt man an die Braunkohle mit einem Tagebau ran? Ja, Braunkohle ist wesentlich jünger als Steinkohle. Und deswegen reicht es meistens, wenn man so einen Tagebau macht, um an die Braunkohle ranzukommen. Ja, anders ist es ja halt bei der Steinkohle, beim Steinkohlebergbau. Der wird ja unter Tage geführt. Und wir sind auf dem Weg nach Issum. Weil beim Steinkohlebergbau sieht man ja meistens nämlich nur die Fördergerüste und der Rest ist halt alles unter der Erde, du siehst es halt ja halt nicht. Ja, und der Steinkohlebergbau endet dieses Jahr. Am 31. Dezember ist Schluss, da ist die letzte Schicht in Ibbenbüren und in Bottrop. Beim Steinkohlebergbau bohrt man nämlich einfach nur ein kleines Loch nach unten. Also es wird ein Schacht abgeteuft, sagt man ja. Und von da aus gehen dann die verschiedenen Sohlen ab von diesem Schacht. Die verschiedenen kohleführenden Sohlen. Also die Erde hat ja verschiedene kohleführende Schichten. Und da wird dann halt der Schacht hingebohrt. Allerdings sind auch diese Tagebauten sehr stark in der Kritik, weil die stark die Landschaft zerstören, meiner Meinung nach auch. Und schon einige Städte
durch so einen Tagebau verschlungen wurden. Aber atemberaubend anzuschauen sind diese Tagebauten ja schon. Ja, das zum Thema, wo es da wirklich so hingeht. Soviel ich weiß, ist es da halt, da wo ich hinfahre, schon sozusagen renaturiert worden. Ja, das muss man nämlich auch machen. Man kann ja nicht nur den Tagebau aufgraben, das Loch muss man auch irgendwie wieder zumachen. Und man kann ja auch alles halt so Sand lassen, wie es ist. Allerdings ist es halt schöner, wenn man alles wieder in seinen Ursprung versetzt. Allerdings die Städte, die diese Tagebauten verschlungen haben, wurden größtenteils noch nicht wiederhergestellt oder nicht wiederhergestellt. Ja, und so manches historische Gebäude musste deswegen dann auch weichen. Und jetzt sind wir bei Isum. Ah, da konnte ich gerade die Diebelsbrauerei sehen. Die ist da. Ah, da sieht man sie. Da ist die Diebelsbrauerei. Also Diebels alt. Ja, in den 90er Jahren sehr beliebt. Diebels alt. Mit dem Lied ja ein schöner Tag. Bei der Diebelsbrauerei war ja auch mal eine Kneipe unten drin. Leider hat sie zu. Dort konnte man mal wirklich aus der Brauerei das Bier trinken. Diebels stellt ja auch einen Pilz her, was ich absolut nicht lecker finde. Das Alt schmeckt besser. Und jetzt kommen bestimmt so verschiedene Kölner, der trinkt alt. Weil es ist ja so ein Kleinkrieg zwischen Kölsch und Altbiertrinker. Nein, ich trinke auch Kölsch ab und zu mal, wenn ich in Köln bin. Aber einmal im Jahr bin ich in Köln und da wird groß gefeiert. Wie gesagt, es ist ja so ein Kleinkrieg zwischen Düsseldorf, die Altbier-Hochburg und Köln, die Kölsch-Hochburg. Und warum es diesen Krieg gibt, weiß ich nicht. Wenn jemand mehr Infos hat, bitte um Informationen. Warum dieser Streit der Städte da ist. Ja, und ein großer Sprung jetzt. Ich befinde mich jetzt gerade so in der Nähe von Krefeld. Und ich habe so etwas mehr als die Hälfte der Strecke habe ich jetzt geschafft zum Terranova Aufsichtspunkt. Und mich würde nicht wundern, wenn ich gleich eine MT-01 oder eine H2 sehe, obwohl der Stefan sagte, er hätte heute keine Zeit. Und, na, wo lande ich jetzt? Wie, Umleitung? Was soll der Mist? Ihr Wichser! Verdammte Scheiße! Ich hasse es! Ach ja. Mal sehen, ob Kali hier ein bisschen rumrechnet. Ihr Schweine! Ich komme hier nicht drüber! Hier. Oder doch? Wie, das könnte höchst illegal werden.
Dum, dum, dum. Ups. Na verdammt, ich hätte drüber gekommen. Muss ich jetzt gleich mal wenden? Ja, Kali hat umgerechnet. Ja, so ist das manchmal, ey. Haben die da die Kreuzung draufgerissen? Verdammte Scheiße. Da muss halt gewendet werden. So, und da bin ich jetzt schon auch wieder auf der richtigen Route. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht durch ein Dorf fahren muss. Oder doch? Scheint mir so ein bisschen kurz zu sein, was ich... Och, hier ist ein Motorradhändler. Oder was ist hier? Hm? Konnte ich jetzt nicht genau sehen. Was soll ich? Deswegen, wenn ich zu viel rumgucke, liege ich nachher irgendwo im Graben oder so. Warum ist hier 30? Egal. 50 Straßenschäden. Das geht doch noch, was ich jetzt gerade hier so sehe. Also ich bin Schlimmeres teilweise gewohnt. Und die Straße ist dreckig. Ja, und wo bin ich jetzt gerade nochmal stehen geblieben? Ach ja, Stefan von Talkclub sagte ja, er hat heute keine Zeit, aber mal sehen, vielleicht treffe ich den doch. Ach ja, und Akimoto kommt ja auch da aus der Gegend. Auch ein neuer Motorvlogger, verlinke ich einfach mal oben in der Beschreibung. Und beziehungsweise oben in der Infocard und unten in der Videobeschreibung verlinke ich ihn. Und noch 59 Kilometer bis zum Ziel. Allerdings sind bei dieser Tour auch ein bisschen die Regeln verletzt worden. Ich hab ja gesagt, ich muss mit dem Motorrad dort ankommen. Was ich da so gesehen habe, bis jetzt komme ich an diesem Punkt nur zu Fuß an. Also da am Abschlussdeich kam ich genau zu dem Punkt mit dem Motorrad hin. Zur Aggertalsperre kam ich mit dem Motorrad hin. Was ich jetzt so über Satellitenbild gesehen habe, komme ich da an die Stelle erstmal nicht auf legalem Wege mit Motorrad hin. Aber werde ich sehen. Sonst kann ich wirklich sagen, dass die Regeln verletzt wurden. Aber egal. Und ich hoffe, dass ich da auch was essen kann. Weil, wenn ich da ankomme, haben wir Mittagszeit. Was sagt die Kali? 13.31 Uhr ist Ankunftszeit. Ach,
Genau, was mir da gerade entgegenkam, war eine Yamaha XJ600. Und was ich so mittlerweile im motorvlog.de Discord mitbekommen hat, dass sich der Mr. B wahrscheinlich auch eine kaufen wird oder eine GPZ. Aber keine GPZ 500, die ich besitze. Aber momentan noch nicht fahren darf, zur Zeit der Aufnahme dieses Videos. Sie darf nicht fahren, sie kann zwar fahren, aber sie darf nicht fahren. Sie ist noch nicht angemeldet, hat noch keinen TÜV. Also, sie darf nicht auf die Straße. Hupa, habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich außer den ersten Gang eingelegt. Ach, bin ich doch ein Trottel manchmal. Wirklich die Karre ab, ey. Ja, und jetzt sind es noch 45 Kilometer. Und wo ich gerade bin, das weiß ich nicht. MO, also Mörs, Wesel, das kann nicht sein, dass ich hier wieder im Kreis Wesel bin. Nein, mit Sicherheit nicht. NE. Ach, Richtung Grevenbroich sind wir. So, schlimmer! Und hier ist das Land auch noch immer genauso flach wie bei mir. Und da sehe ich auch schon die ersten Kraftwerke, was in die Luft blasen. Wie gesagt, ich vermute wirklich, dass der Stefan vielleicht doch Zeit findet und da auf einmal auftaucht. Mal sehen. Ich muss ja sagen, sein Versus-Video fand ich mal wieder total super. Diesmal war ja ich an der Reihe. Und ich durfte gegen Goofy Yamani antreten. Der gute Thomas. Selbst geredet habe ich mit ihm auch noch nicht, aber schon öfters mit WhatsApp geschrieben. Also ich hänge ja mit bei Ride Alone in der WhatsApp-Gruppe und da ist er auch drin. Und ich finde meinen Gegner auch sehr sympathisch, beziehungsweise der Gegner, den der Stefan da für mich rausgesucht hat. Und in puncto Schrauben und so weiter. Ah, ich habe auch mal seinen Kanal nach Schraubervideos geguckt. Also das, was ich schon so gemacht habe, hat er nicht. Also ich habe da schon wesentlich mehr an meiner 750 rumgeschraubt. Unter anderem hat sie ja auch von mir eine neue Kupplung bekommen, die bis jetzt sehr gut läuft. Also die Kupplung läuft wirklich sehr gut und sie hat schon ordentlich Kilometer abgespult. Was mir einer mal gesagt hat, diese Zubehörkupplung, die halten nur maximal ein Jahr, beziehungsweise eine Saison, und wir befinden uns am Ende der Saison und sie hält immer noch perfekt. Kein Rutschen mehr. Wap.
kein Rutschen mehr wie vorher. Und ich denke mal, dass das die letzte Kupplung sein wird, die sie bekommt. Mal sehen. Ja, und das Duell ging ziemlich knapp aus. Ich hätte es auch meinem Gegner wirklich gegönnt, aber ja, ich bin als Sieger hervorgegangen. Allerdings auch wirklich nur, weil der Stefan und ich uns vorher mal auch schon getroffen haben und so gequatscht haben. Also eher ein Sympathiepunkt. Ich würde eher sagen, dass dieses Duell wirklich komplett unentschieden ausging. Aber wirklich, dieses, meiner Meinung nach, ging es dann so wirklich unentschieden aus. Ui, Reifenpanne. Ja. Oder vielleicht erlebe ich jetzt gleich da. Und ich finde diese Idee mit diesen Versus-Videos sehr gut, wirklich sehr gut. Also Stefan, wirklich, mach weiter so, mach mit diesen Videos weiter. Und er hat sich auch noch so was anderes Lustiges überlebt, aber ich glaube, was er so meinte, wird ihm keine Freunde einbringen, in so manche Hinsicht. Egal. Oh, jetzt sind es noch 40 Kilometer bis zum Ziel. Und ich glaube, vielleicht ist ja noch eine andere Überraschung, wenn ich da treffe. Mal sehen.